was machen wir jetzt? Es ist so kalt. Tja, jetzt müssen wir uns wohl dick anziehen. Ach, hallo, da seid ihr ja. Bei uns ist die Heizung ausgefallen. Wollt ihr wissen, was wir jetzt machen? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen, denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Also, bis gleich. Also irgendwie muss ich mir was Wärmeres anziehen. Mir ist kalt. Du wirst doch wohl nicht krank werden, Mama. Hoffentlich nicht. Bin gleich wieder da. Suchst du was, Jule? Ja, meinen dicken Winterpulli. Hast du ihn gesehen? Das kann sein, dass der auf dem Dachboden ist, in der Kiste mit den Wintersachen. Brauchst du den jetzt? Ja, mir ist nämlich total kalt. War mir auch eben. Na warte, ich suche ihn dir raus. Weißt du, wo mein Schal ist? Ist dir jetzt auch kalt? Ja, und wie? Hallo, bin wieder zu Hause. Kalt habt ihr es aber hier. Ja, oder? Kannst du mal nach der Heizung schauen? Ich hatte die eigentlich voll aufgedreht. Aber irgendwie wird es hier immer kälter anstatt immer wärmer. Ja, ich schaue gleich mal nach. Mama, können wir nicht irgendetwas machen, damit uns warm wird? Wollen wir ein bisschen Sport machen vielleicht? Nee, ich dachte eher sowas wie Plätzchen backen. Gute Idee, Jule. Wenn der Backofen an ist, dann wäre es hier auch schön warm. Genau, und wenn man warme Plätzchen isst, wird einem von innen warm. Na, ihr seid mir ja welche. Na gut, dann lasst uns mal backen. Das riecht aber lecker. Wir backen Plätzchen. Und wärmen uns am Ofen. Hast du mal nachgesehen, was mit der Heizung ist? Ja, also die ist aus. Ich habe versucht, sie neu zu starten, aber das hat nicht geklappt. Oh nein, und jetzt? Ich habe versucht, Lukas, den Heizungstechniker, anzurufen. Aber da ist nur der Anrufbeantworter dran gegangen. Hoffentlich ruft er schnell zurück. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Wir können ja nicht die ganze Zeit vorm Backofen stehen. Außerdem heizt er auch nicht den ganzen Raum. Ich habe eine Idee. Kommt mal mit in den Garten. In den Garten? Aber das ist ja noch kälter als hier drinne. Verrätst du uns jetzt, was du vorhast? Ja, gleich. Jetzt sammelt jeder von euch erstmal ein bisschen Holz. Ich weiß, was Papa vorhat. Was denn? Sag schon! Ein Lagerfeuer! Genau, wir machen einfach ein Lagerfeuer. Da können wir uns dann aufwärmen, bis die Heizung repariert ist. Das ist ja mal eine ganz tolle Idee. Herrlich, so warm war mir den ganzen Tag noch nicht. Ich wünschte, wir hätten Marshmallows. Das wäre jetzt wirklich toll. Marshmallows haben wir leider nicht, aber ein bisschen Hunger habe ich auch. Ich habe noch eine tolle Idee. Ich könnte auch den Grill anzünden. Wir haben doch noch Würstchen und Burgerfleisch, oder? Ja, haben wir. Ich glaube, wir haben sogar noch etwas Besseres. Bin gleich wieder da. Wo ist denn nur... Ah, da! Na, das wird Bernd aber freuen. Hallo Bernd, hallo Kinder. Was macht ihr denn da? Grillt ihr etwa? Bei diesem Wetter? Ah, hallo Lukas. Ich habe vorhin versucht, dich zu erreichen. Ja, ich hatte gesehen, dass du angerufen hast. Da dachte ich, ich komme doch einfach mal vorbei. Liegt ja eh auf dem Heimweg. Aber jetzt sag mal, warum sitzt ihr denn hier bei der Kälte draußen und grillt? Weil es hier draußen wärmer ist als drinnen. Also, Lukas, wenn du dir mal unsere Heizung anschauen könntest, die ist ausgefallen. Schau mal, was ich hier habe.
Hähnchen! Mensch, na klar. Na klar schaue ich mir eure Heizung an. Aber nur, wenn ich ein bisschen Hähnchen abbekomme. Ich liebe Hähnchen. Ich weiß genau, was du meinst. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr denn zuerst hören? Die gute! Ich kann die Heizung reparieren. Das ist ja wunderbar. Und was ist dann die schlechte Nachricht? Ich brauche dazu ein bestimmtes Ersatzteil. Und das bekomme ich erst morgen. Oh nein, das heißt, wir können erst morgen wieder heizen? Wie sollen wir denn bei der Kälte einschlafen? Wir können ja hier am Lagerfeuer zelten. Das halte ich für keine gute Idee. Also, ich habe noch einen kleinen Feuerofen, den könnte ich euch ausleihen. Das wäre schon mal besser als gar nichts. Na dann schlafen wir alle hier im Wohnzimmer. Habt ihr eure Matratzen und das Bettzeug? Ja, alles da. Ich finde es eigentlich so ganz gemütlich. Von mir aus können wir es öfter mal machen. Ich fände es noch gemütlicher, wenn die Heizung wieder gehen würde. So, können wir dann jetzt das Licht ausmachen? Nein, Moment. Ich muss noch einmal auf Toilette. Wenn du nach oben gehst, kannst du da meinen Teddy mitbringen? Ja, das kann ich machen. So, noch schnell mal auf Toilette. Das ist aber kalt. Ist das kalt. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Wo bleibt denn Papa so lange? Der soll sich beeilen. Ich will Teddy haben. Ich bin schon ganz schön müde. So, hier ist der Teddy. Sag mal, Bernd, wo warst du denn so lange? Bist du etwa in die Toilette gefallen? Nein, reingefallen bin ich nicht, aber festgefroren. Was? Der Toilettensitz war so eiskalt, dass ich tatsächlich festgefroren bin. Also weißt du, was ich morgen besorgen werde? Nein, was denn? Einen beheizbaren Toilettensitz. Ach, Bernd.